Nach dem schweren Erdbeben in Japan am Neujahrstag steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die Behörden bestätigten am Mittwoch mindestens 62 Menschen, die ums Leben gekommen sind. Das volle Ausmaß der Schäden und Opfer ist allerdings auch zwei Tage nach dem Beben noch unklar. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sprach von mehr als 130 Menschen, die in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten noch auf Rettung warteten. Viele weitere Menschen seien unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen. Es sei ein Kampf gegen die Zeit, sagte Kishida bei einem Treffen mit dem Katastrophenschutz. Abgeschnittene Straßen, beschädigte Infrastruktur und die abgelegene Lage der am stärksten betroffenen Gebiete erschweren die Rettungsarbeiten. Für Mittwoch sind zudem eisige Temperaturen sowie starke Regenfälle vorhergesagt. Das Beben mit einer Stärke von 7,6 erschütterte am Montagnachmittag die Halbinsel Noto, rund 500 Kilometer westlich von Tokio.